Nun, liebe Zuschauer, bittet Karl Eduard von Schnitzler um Ihre Aufmerksamkeit für seine Sendung Der Schwarze Kanal. Er gab ihr heute den Titel Tod geglaubt oder wie man sich täuschen kann. Wir schauen jetzt nach Dortmund. Die Großstadt im Ruhrgebiet ist zu einer Hochburg der rechten Szene geworden. Straftaten mit einem rechtsextremen Hintergrund nehmen auffällig zu. Die jungen Rechten im Westen schüchtern Andersdenkende ein, vergraulen sie. Neonazis in Dortmund. Ihr Look ist neu, ihre Gesinnung nicht. Käppis statt Glatzen, jung und gewaltbereit. Sie nennen sich autonome Nationalisten und sagen, Dortmund ist unsere Stadt. Barbara Engelhardt ist Musiklehrerin, engagiert, aber nicht politisch organisiert. Seit 15 Jahren lebt sie in Dortmund-Dorstfeld mit ihrer Familie in diesem Haus. Dorstfeld ist kein sozialer Brennpunkt, ein ganz durchschnittlicher Stadtteil. Barbara Engelhardt hat beobachtet, wie Dorstfeld sich in den letzten Jahren verändert hat. Immer mehr Rechte, mehr Neonazis. Ich kann nicht mehr zur Bahn gehen, ohne dass ich jemanden treffe. Ich kann nicht mehr zu meiner Frauenärztin gehen. Ich kann nicht mehr in die Apotheke gehen. Ich stehe beim Bäcker, da stehen die neben mir. Die sind überall. Sie hinterlassen ihre Zeichen. Die meisten gucken weg. Barbara Engelhardt nicht. Sie machte die Aufkleber einfach ab. Doch Sticker abzuknibbeln hat gefährliche Folgen. Im Frühjahr postierten sich Neonazis vor ihrem Haus. Die Polizei sah keine Bedrohung und nahm keine Anzeige entgegen. 7 Anschläge auf den Buchladen von Hasan Şahin. Schaufenster zerschossen, Hakenkreuze auf der Fassade, Schaden 13.000 Euro. Der Besitzer ist beinahe pleite. Ein anderer Stadtteil. 4 Übergriffe gegen das Ehepaar Richter. Sie hatten immer wieder vor den Neonazis gewarnt. In keinem der Fälle haben die polizeilichen Ermittlungen bisher etwas ergeben. Warum? Es gibt relativ wenig Bestrafungen. Ich habe ja gesagt, es geht im Wesentlichen dann um Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Bei Vermummungen ist es ausgesprochen schwierig. Wie kommt das? Ja, ganz einfach. Weil es so wenig gibt? So wenig Verurteilungen? Ja, weil die Beweisführung ausgesprochen schwierig ist. Wie soll man etwas bekämpfen, was man gar nicht sieht? Und dabei hat sich die Zahl der registrierten rechtsextremen Straftaten in Dortmund von 2005 bis 2008 mehr als verdoppelt. Und dabei ist Dortmund in der Szene schon seit Jahren als Neonazi-Hochburg bekannt. Wir treffen einen, der von Anfang an bei den autonomen Nationalisten war und sich heute zurückgezogen hat. Gerade in Dortmund haben wir uns oft gewundert, wie es sein kann, dass wir solche Dinge tun, wie körperliche Angriffe auf Antifaschisten, ohne dass es Konsequenzen gegeben hat. Dass wir entweder gar nicht festgenommen wurden, es gar nicht zur Anzeige kam, oder dass die Anzeige eingestellt wurde. Mindestens 10 Morde in 11 Jahren. Mutmaßliche Täter, eine rechtsradikale Terrorbande in Deutschland. Es ist eine Spur des Schreckens. Aber trotz jahrelanger Ermittlungen führte angeblich keine Spur ins rechte Lager. Wie kann das sein? Ich war aktuell überrascht durch das Geschehen, das bekannt geworden ist, weil wir bei unseren Ermittlungen in den letzten Jahren nicht feststellen konnten, dass es in der rechtsextremen Szene rechtsterroristische, also festgefügte Strukturen gab. Wenn man jetzt nach 7 Jahren erfährt, was da eigentlich für ein Motiv dahinter steckt und dass da die höhere Gewalt bzw. der Verfassungsschutz, der eigentlich die Bürger in der Demokratie schützen sollte, dann fragt man sich, egal ob türkisch oder deutscher Bürger, woran können wir uns dann noch festhalten hier, um an eine Gerechtigkeit zu glauben. Weil irgendwo fühlt man sich ja da auch total veräppelt, weil das damals absolut nicht ernst genommen worden ist. Dass man halt auch gesagt hatte, dass man in die andere Richtung ermitteln soll, dass das Rechtsradikale sein könnten und dass das eigentlich, dass da so drüber weggehört worden ist. 24. Januar 1998, nur wenige Wochen nachdem das Terroristentrio seine ersten Bomben gelegt haben soll. In Dresden demonstriert die NPD.
Nur wenige Meter hinter dem damaligen Parteivorsitzenden Udo Vogt, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, umrahmt von NPD-Anhängern. Auf dem Plakat vor ihnen eine klare Ansage. Eine Idee sucht Handelnde. Eigentlich ist das Umfeld der NPD und die Partei selbst bestens vom Verfassungsschutz durchleuchtet. Es gab Zeiten, da war angeblich jeder Siebte in der NPD-Parteispitze ein Staatsspitzel. Umso erstaunlicher ist es, dass von den Aktionen des Terrortrios in Jena niemand etwas gewusst haben will. Und unser Verdacht und auch unsere Arbeitsthese war, dass der Verfassungsschutz zeitweilig sich selbst die Arbeit organisiert hat, indem man V-Leute in den oberen Etagen dieser Organisation und Partei hatte und auf diese Art und Weise natürlich auch immer wieder auch materiell mit dazu beigetragen hat, dass überhaupt bestimmte Veranstaltungen, Demonstrationen, Zusammenkünfte, andere Dinge durchgeführt werden konnten. Es sind ja beachtliche Zehntausende, Hunderttausende Mark über den Verfassungsschutz in diese Szene geflossen. V-Leute, gut bezahlt, beste Kontakte in die Szene. Trotz intensiver Observation von Polizei und Verfassungsschutz bleibt aber das per Haftbefehl gesuchte Trio abgetaucht. Vorerst allerdings registrieren wir braune Rückfälle. Meine Zuschauerinnen und Zuschauer, Hitler damals wie die neonazistischen Ausbrüche heute sind keine Betriebsunfälle. So möchten es ja angemaßte, selbsternannte Westentaschenhistoriker wie Haffner, Fest, Augstein und ähnliche, welche braunen Entwicklungen erklären. Nein, es muss ein Klima vorhanden sein, in dem neonazistische Bazillen gedeihen. Da sind Gefühlskälte, Staatsverdrossenheit, Gleichgültigkeit der sozialen Lage gegenüber. Da ist die Skrupellosigkeit, mit der man der Jugend die Zukunft verbaut, den Frauen Lebens- und Entscheidungsrechte wie im Mittelalter streitig macht und Alte sich selbst überlässt, allenfalls mitleidigen Nachbarn. Dazu die Arroganz, mit der Reiche mit ihrem Reichtum protzen, die Rechtlosigkeit, mit der die am Ruder sitzenden ihren Reichtum mehren, der Diebstahl, den sie begehen, die Korruption, die Bestechlichkeit, ihre Charakterlosigkeit. Da wird geflickt und gebarzelt, gebarschelt und geglopket. Da wird die Gesellschaft gedrittelt. Da wird wachsende Unzufriedenheit mit erst hereingeholten und erwünschten, nun lästigen Ausländern in Rassenhass und Fremdenfeindlichkeit verwandelt. Da werden wieder mal Deutsche heim ins Reich geholt. Da sind Paläste und Hütten aus Coca-Cola-Kartons. Da ist herzloses Beamtentum. Da ist auf einen Nenner gebracht gewöhnlicher Kapitalismus, in dem nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern der Profit. Und das alles gehört zum Klima, zum bestellten Feld, in dem Irrlehren gedeihen und verbreitet werden. Das ist doch unglaublich. Da wird eine kleine Schauspieltruppe am Wochenende auf offener Straße von Neonazis einfach so verdroschen. Und was macht die Polizei? Lässt die Täter erstmal laufen. Und das Ganze ausgerechnet in Sachsen-Anhalt. Passiert hier ja auch nicht zum ersten Mal. Dabei brüstet sich das Land doch seit Monaten, gegen Neonazis vorzugehen. Hingucken heißt die große Aktion mit viel politischem Trara sogar. Hingucken? Die Recherchen von Panorama haben etwas ganz anderes ergeben. Weggucken. Und zwar offenbar von oben verordnetes Weggucken. Dieser Polizist hat nie gezögert. Christian Kappert. Er war früher beim Staatsschutz, hat Neonazis verfolgt. Doch heute muss er Radarfallen aufstellen. Die Polizeidirektion hat ihn zwangsversetzt. Zu all dem darf er sich nicht äußern. Wir wollen ihn trotzdem befragen. Gehen auf ihn zu, ohne Erlaubnis. Guten Tag. Panorama. Sie waren ja sehr erfolgreicher Staatsschützer im Kampf gegen rechts. Jetzt müssen Sie hier Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Finden Sie das gerecht? Ich finde es zumindest sehr schade, aber ich bin an meine Beamtenpflichten gebunden und das ist jetzt meine neue Aufgabe. Jetzt dürfen Sie keine Straftaten, rechte Straftaten mehr aufklären. Was denken Sie darüber? Es macht mich traurig. Anfang Februar bittet der Dessauer Polizeivize zum Rapport. Offenbar stören die hohen Fallzahlen. Die drei Staatsschützer fertigen ein Gesprächsprotokoll an. Das wird ihnen später als Vertrauensbruch ausgelegt. Dabei dokumentieren sie Unglaubliches. Demnach soll der Polizeivize gesagt haben,
dass niemand über die vielen Ermittlungsverfahren glücklich sei. Das Innenministerium ist nicht glücklich, das Landeskriminalamt ist nicht glücklich und die übrigen Behörden sind ebenfalls über diesen Anstieg nicht glücklich. Und der Polizeivize hat auch gleich eine Erklärung dafür parat. Das Ansehen unseres Landes könnte empfindlich gestört werden. Und der Polizeivize legt nach, macht Vorschläge. Man könne ja beispielsweise Berichte langsamer schreiben und sein Einfallsreichtum hört da noch nicht auf. Als persönliche Einschätzung merkte Herr Glumbitzer an, dass man nicht alles sehen müsse. Thank you.